Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um das Leben auf der Burg. Burgen sind so für uns das Bild fürs Mittelalter. Also wenn man nach Mittelalter fragt, Ritter und Burgen sind die ersten Begriffe, die man hört. Und wir sehen sie überall. Sie stehen noch in großer Zahl herum. Wir sehen da allerdings nur einen Wehrbau. Das ist so das Erste, was uns einfällt. Und bei Burgen denkt man auch sofort an Belagerungen und an die militärische Macht einer Burg. Aber das ist tatsächlich der eigentlich am wenigsten genutzte Aspekt einer Burg. Wie oft Burgen waren Burgen belagert? Nicht so wahnsinnig oft. Sie waren Wohnort. Sie haben ganz viele weitere Funktionen. Aber genau darum geht es heute. Wie hat man auf so einer Burg gelebt? Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Und natürlich gibt es auch dazu bei der WBG, meinem Sponsor, ein wunderbares Buch. Das verlose ich heute natürlich auch wieder. Die kleine Kunstgeschichte der deutschen Burg. Ein relativ kleines Buch, handlich zumindest. Dabei geht es so um die Entstehung einer Burg, um die Stilrichtungen, die man dabei hat, also alles, was man braucht, ein wirklich gutes kleines Nachschlagewerk und davon verlose ich 3 Stück. Den Link zu dem Buch findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Also wer so ein Buch haben will, ihr kennt das, schreibt was Nettes in die Kommentare, erhöht eure Gewinnchancen nicht, aber ich freue mich und ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnen. Burgen, wie gesagt, sind so ein idealtypisches Beispiel fürs Mittelalter. Hier haben wir ein Bild aus dem Stundenbuch des Duc de Berry, da sehen wir so, wahrscheinlich ist das perfekte Bild fürs Mittelalter oder unsere Vorstellung. Wir sehen die Burg, die das Land beherrscht und davor die Bauern, die das Feld bestellen. Das ist ein Symbolbild für den Feudalismus, für das Mittelalter. Aber auch sowas wie hier Mont-Saint-Michel, obwohl es gar keine Burg ist, triggert sofort etwas. Das ist so auch wieder Mittelalter pur. Genau daran denken wir beim Thema Burgen. Und wahrscheinlich die berühmteste Burg in Deutschland, die zumindest jeder kennt, die auch früher auf dem Geldschein abgedruckt war, ist Burg Eltz. Hier fangen die Probleme aber schon an, denn das, was wir hier sehen, das ist nicht der mittelalterliche Zustand. Das, was wir heute in Burgen haben, sind Burgen, die überdauert haben. Man schätzt so, dass von den Burgen im Heiligen Römischen Reich etwa 40% komplett weg sind. Da finden wir noch Grundmauern, da können wir noch sagen, wo die ungefähr waren. Komplett verschwunden. Weitere 40% sind Ruinen und 20% sind, wie man sagt, die haben heute noch ein Dach. Also es sind auch Burgen, die nicht in Ruinen verfallen sind. Die sind aber fast alle massiv umgebaut worden. Auch die Burgen im Rheintal, die man sich gerne anschaut, sind in der Romantik verändert worden. Es gibt ganz, ganz viele Umbaumaßnahmen. Deswegen muss man da immer sehr, sehr vorsichtig sein, wie sehen diese Burgen heute aus. Und das heutige Aussehen bestimmt dabei allerdings unsere Vorstellung von Burgen. Zum Beispiel unverputzte Burgen. Wahnsinnig häufig. Wir haben ganz, ganz oft eben auch selbst Ruinen prägen da unten noch unsere Vorstellung. Hier zum Beispiel direkt quasi bei mir hinterm Haus, Burg Münzenberg, ist so eine Stauferburg, sehr bekannt wegen den 2 Bergfrieden. Ist eine Burg, die weithin sichtbar ist und tatsächlich relativ bekannt ist. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, nachdem ich so ein bisschen geschaut habe, nach Burgen gesucht habe. Ich bin immer wieder auf die Burg Münzenberg gekommen. Die Wartburg ist natürlich auch noch eine sehr, sehr berühmte Burg. Das sind alles Burgen, die sehr unsere Vorstellung prägen, aber auch die Wartburg ist eine massiv umgearbeitete Burg, die vor allen Dingen im Historismus entstanden ist und eben nicht in der Form aus dem Mittelalter stammt. Hier sehen wir zum Beispiel sehr, sehr gut, wie stark sich bei der Burg Münzenberg der Hochmittelalterliche vom späteren Zustand unterscheidet. Im Hochmittelalter, das ist das obere Bild, haben wir wirklich nur den Palast mit einem kleinen Anbau. Wir haben den Bergfried und wir haben einen Teil der Mauer. Man sieht etwa, die Hälfte der Mauer ist fertiggestellt, den Rest gibt es noch gar nicht. Das untere Bild ist dann nach der Münzenberger Erbschaft, 2 Familien teilen sich die Burg. Wir haben mittlerweile den Falkensteiner Bau, der im 14. Jahrhundert dazugekommen ist. Wir haben den 2. Bergfried, wir haben Mauern drumherum mit 2 Zwingern, wir haben das Bleigärtchen dazu, also das ist massiv gewachsen, ist eine viel, viel größere Burg als vorher. Aber was wir eben sehen, ist das heutige Bild, nicht das hochmittelalterliche Bild. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir über eine hochmittelalterliche Burg reden wollen und das Bild gar nicht vor Augen haben. Da mal eine kurze Übersicht über die Entstehung der Burgen. Der Begriff Burg ist da schon witzig, weil das ist eigentlich was sehr, sehr speziell europäisch-mittelalterliches. Zumindest wenn man die Burg von der Festung trennt und wirklich auf dieses Kernelement zurückgeht und die Burg definiert als ein Rittersitz, ein Wohnort von Rittern, der gleichzeitig militärische Bedeutung hat, der gleichzeitig Wirtschaftsort ist, Gerichtsort, all diese Funktionen miteinander verbindet und das eben von der Festung trennt, wo zum Beispiel Truppen stationiert werden. Dann sind eine Menge
Befestigungsanlagen der Antike, gar keine Burgen. Es sind Festungen. Auch so japanische Burgen, der Begriff ist natürlich nicht falsch, es sind, sie als Burgen anzusprechen, ist nicht irgendwie unsinnig. Aber wenn ich in unserem mittelalterlichen Burgenbegriff ist das letztlich auch keine Burg, jedenfalls nicht die, über die wir reden. Und dieser ganz verengte Burgbegriff, den ich jetzt absichtlich verenge, das ist sehr, sehr typisch mitteleuropäisch, mittelalterlich. Endet auch quasi mit dem Mittelalter. Nach dem Mittelalter wird das Ganze aufgespalten in Schlösser und Festungen, aber diesen Burgcharakter, der verschwindet eben mehr und mehr. Wir haben schon natürlich früh, ist jetzt stellvertretend, die sind viel später, sowas wie slawische Fluchtburgen, Fluchtburgen generell, befestigte Orte, in die man sich zurückzieht, aber meistens nicht dauerhaft bewohnt werden. Die sind auch oft aus Holz und Erdreich konstruiert. Das ist so ein Beginn der ganzen Entwicklung. Wie gesagt, die slawischen Fluchtburgen sind tatsächlich nicht unbedingt früher. Es gibt da auch antike Beispiele für. Das ist so der Ausgangspunkt. Und im Frühmittelalter kommt dann die Burg langsam auf. Das hängt auch zusammen zum Beispiel mit den Wikinger-Einfällen, aber auch den Ungarn-Einfällen. Schnelle Überfälle von Feinden führen dazu, dass befestigte Plätze eine sinnvolle Verteidigung werden. Ich ziehe mich mit meiner Wirtschaft quasi in den Einzugsbereich zu einer Fluchtburg zurück und kann dadurch diese schnellen Überfälle ganz gut abwehren. Denn auch wenn wir hier von Holzpalisaden und eigentlich nur einem kleinen Holzturm sprechen, ist das immer noch genug, um so einen Überfall, eine Bande, eine Besatzung eines Langschiffs oder sonst etwas abzuwehren. Das reicht vollkommen. Und dieser Typ, der wird sehr lange sehr wichtig bleiben, die sogenannte Hochmotte. Wir haben ja einen künstlichen Hügel. Darauf steht eben eine kleine Palisade und dazwischen in der Mitte ein Holzturm. Die bleiben auch sehr, sehr lange erhalten. Oftmals ist auch das Dorf drumherum oder der Hof des Herrn von der Palisade umgeben. Teilweise sind die noch in Gewässern gesetzt, damit es noch besser zu verteidigen ist. Aber das ist wirklich eine ganz typische Art der Verteidigung. Das ist im Prinzip auf Rückzug und Abwehr leichter Angriffe ausgerichtet. Selbst im 14. Jahrhundert haben wir immer noch solche Turmhügelburgen. Das ist jetzt eine Rekonstruktion. Das sieht man auch wieder, das hier macht man einen kleinen Wassergraben, man hat diesen Holzturm. Das funktioniert immer noch ganz, ganz ähnlich. Und selbst im 15. Jahrhundert, das ist sogar noch viel später, das ist der Kühhornshof in Frankfurt am Main. Der ist Teil der Frankfurter Stadtverteidigung, der Landwehr. Und der funktioniert noch ganz, ganz genauso. Aus dieser Motte entstehen im Prinzip zwei Traditionen im europäischen Burgenbau. Es gibt den Wohnturm, also eine Einheit aus Bergfried und Palas, könnte man sagen. Ein Turm, der in die Breite geht, der bewohnt wird. Das haben wir vor allen Dingen im englisch-französischen Raum immer wieder. Hier haben wir zum Beispiel einen Donjon. Das ist so, man sieht, wie gigantisch der ist. Und diese Anlage hat tatsächlich keinen Palas oder sowas. Das ist alles in diesem massiven Turm untergebracht. Diese französischen Donjons konnten wirklich gewaltige Ausmaße erreichen. Den größten davon, der wurde im Ersten Weltkrieg von den deutschen Truppen gesprengt, der war wirklich ein Gigant. Und in England ist da eben nicht der Donjon, sondern das Keep erfüllt genau dieselbe Funktion. Wir haben auch in Deutschland Beispiele dafür. Hier haben wir zum Beispiel in Eltville den Turm der Burg, der erfüllt auch die Funktion eines Wohnturms. Im Großen und Ganzen haben wir im deutschsprachigen Raum aber die Aufteilung in den Bergfried und in den Palas. Hier ist die Ruine Münzenberg. Man sieht hier einen der beiden Bergfriede und am links bis Mitte des Bildes sieht man eben den Palas aus dem aus dem Hochmittelalter, romanischer Bau. Auf der ganz rechten Seite erkennt man noch Teile des gotischen zweiten Palas, der später dazu gekommen ist, weil da eben zwei Familien gelebt haben. Aber das ist die typische Form im deutschsprachigen Raum, dass beides getrennt wird. Die können auch verbunden sein. Es gibt eine Menge Burgen, bei denen die Einzelteile quasi zusammengewachsen sind. Aber diese Trennung hat man eben sehr, sehr oft. Wenn wir ins Wolfgang Hausbuch gucken, hier haben wir sogar eine sehr schöne Darstellung, die das Ganze gut wiedergibt, dass wir oben die Burg haben. Auch mit hier sehen wir sogar eine Zugbrücke über eine Felsspalte und darunter das zugehörige Dorf. Das darf man nicht vergessen. Zu jeder Burg gehört, ob es jetzt ein Dorf ist, ist schwierig, aber ein Wirtschaftsteil. Es ist ein Wirtschaftszentrum. Es ist nicht nur eine Wehranlage. Und die können räumlich getrennt sein. Auf der Marxburg am Rhein ist zum Beispiel ein Beispiel. Das dazugehörige Dorf oder die Häuser, die sind am Fuß des Berges, relativ weit weg. Es gibt auch Beispiele, wo es sehr nah ist. Und wenn ich hier mal den Stadtplan von Münzenberg nehme,
Da sieht man in der Mitte wieder die Burg und auf der linken Seite sieht man die Stadt Münzenberg, da wird man auch mein Haus finden. Auf der rechten Seite, da das B, das ist der Wirtschaftshof. Das ist die Vorburg quasi, die mit der Stadt zusammengewachsen ist. Aber hier haben wir quasi direkt am Fuß der Burg die Siedlungen, in denen auch ein Teil der Burgbewohner wohnt. Also nicht alle Bewohner der Burg müssen in der Burg selber leben. Und bleiben wir auch mal auf der Burg Münzenberg. Da haben wir eine Innenansicht des Palas. Der Palas ist dasselbe Wort wie Palast quasi. Das ist eben das Wohngebäude der Burgherren. Hier sieht man ganz gut in der Wand die Balken, also die Lager für die Balken, also die Löcher, in die die Balken dann reinkommen, die die Decke und den Boden bilden. Man steht hier auf dem Niveau des Kellers. Also das unten ist so eine Art Kellereingang. Der eigentliche Eingang in den Palast ist der ganz am linken Bildrand. Es sieht man eine Tür, die wäre durch eine Treppe zu erreichen gewesen. Dann kommt man in den großen Saal. Oder ein Wort, das sehr gerne verwendet wird, aber nicht aus dem Mittelalter stammt, ist der Rittersaal. Da sind wir auch wieder mitten in der Romantik. In diesem Rittersaal sieht man hier zum einen die sehr, sehr beeindruckenden Fensterleibungen, also auch wunderschön verziert. Man sieht aber auch einen riesigen Kamin. Also kann man direkt quasi in der Bildmitte sehen, diese beiden auskragenden Stücke, das ist ein Teil eines Kamins und der ist wirklich, wirklich groß, also 5, vielleicht sogar 6 Meter breit, ordentliches Ding. Und mit diesem Saal haben wir so den Multifunktionsraum des Hochmittelalters. Wir haben in der Zeit noch keine Abtrennung in Privaträume, kleinere Räume oder sowas. Wir reden tatsächlich von einem großen Saal. Und der wurde für alles Mögliche verwendet. Der wurde zum Schlafen verwendet, der wurde zum Feiern verwendet, das ist der Gerichtsort. Der ist für alle möglichen Dinge da. Auch die normale Arbeit, die getan werden muss, wird zum Teil da gemacht. Und er ist auch relativ spärlich möbliert. Im Hochmittelalter reden wir noch von Möbel im Wortsinn, sprich von mobilen Dingen. Kommt das Wort ja her. Also auch die Betten konnten rein und rausgetragen werden. In diesem Saal schläft man, aber da wurden eben die Betten reingetragen. Und es ist auch so, dass der Burgherr noch direkt unter seinen Leuten geschlafen hat. Also das ist so, die sind noch alle bei ihm. Und wir kommen erst so im Spätmittelalter. Mit dem Übergang zum Spätmittelalter kriegen wir eine Entstehung der Privatsphäre. Dass die Leute eben sich in kleinere Räume zurückziehen und privater leben. Ein perfektes Beispiel für einen erhaltenen Rittersaal ist der Kaisersaal auf der Burg in Nürnberg. Wirklich ein sehr, sehr großer Saal, massive Eichenträger, die da die Decke halten. Und man sieht in den Fenstern, sieht man diese Sitzbänke. Das ist sehr, sehr typisch. Die dicken Mauern von Burgen, wenn man da Fenster in den Außenmauern hat, hat man die gleich noch mit benutzt, um da so eine Sitzbank einzuziehen. Haben wir wirklich sehr, sehr viele Belege. Und da können wir uns ein gutes Bild von so einem Saal machen. Und entsprechend mit den Funktionen dieses Saals haben wir auch eben die Funktionen der Burg. Es ist nicht nur eine Wehranlage. Die neuere Forschung geht sogar dazu über, die Wehrhaftigkeit zu einer Burg eher weniger stark einzuschätzen als früher. Früher war es vor allem in der Forschung das Wehrgebäude. Da ist man ein bisschen von abgekommen. Gerade auch der Bergfried ist ein ganz spannendes Thema. Da geht man mehr und mehr dazu über, den als reines Prestigeobjekt zu sehen. Also er kommt von einem Wohnturm. Aber die späten Bergfriede, auch die auf Burg Münzenberg zum Beispiel, das ist nicht mal, weil nachweisbar, dass sie ständig bewohnt wurden. Die waren eher Lager oder so etwas. Natürlich haben sie mit ihrer Höhe und ihrem Ausblick eine Funktion für die Wächter. Aber dass dieser Bergfried irgendwie so die letzte Zuflucht ist, in die man sich flüchtet, wenn der Feind in der Burg steht, dann ist da sowieso nicht mehr so wahnsinnig viel Hoffnung. Also da gibt es auch zu wenig Beispiele für. Also tatsächlich geht man eher davon aus, dass so ein Bergfried auch in seiner Größe und Massivität vor allen Dingen verwendet wurde, um ein Machtsymbol zu setzen. Und über diese Festungsfunktion hinaus geht eben die Wohnfunktion. Das ist der Wohnort einer adligen Familie und da darf man eben auch nicht den Prestigeaspekt vergessen. Diese adlige Familie will dort repräsentieren und zeigt ihre Macht, zeigt ihren Reichtum. Das widerspricht eben dieser Vorstellung, die man manchmal hat, die wir auch in Kinderbüchern immer wieder gerne haben. Die Leute sitzen da auf ihrer Burg und frieren im Winter und ist alles ganz furchtbar ungemütlich. Auch das lässt sich so nicht nachweisen und würde auch dem Sinn eben widersprechen. Es ist ein Wirtschaftsstandort, ganz massiv. Auf den Burgen werden zum Teil auch die Abgaben gelagert, wenn nicht in der Hauptburg, dann in der Vorburg. Wir haben auch Handwerk auf Burgen, werde ich nachher nochmal was zu sagen bei den Burgbewohnern. Wir haben Burgen, nachher kommt ein Beispiel von einer Burg, die regelrecht ein Wirtschaftsbetrieb war, der produziert hat. Es ist der Ort, an dem Steuern eingenommen werden, also die Abgaben werden teilweise dort gezahlt und es ist eben der Gerichtsort, wenn der adlige Gerichts
oder Rechte hatte, Recht zu sprechen, dann hat er das da gemacht. Dazu ist natürlich auch ein Zollamt, es ist der Ort, an dem die Zölle eingenommen werden, von Flüssen, deswegen haben wir Neckar und Rhein so wahnsinnig viele Burgen, von Straßen, wo sie auch gerne sind. Also die Burg hat wirklich ganz, ganz viele Funktionen. Die Wehranlagen werde ich heute so ein bisschen rauslassen. Die kann man ein andermal machen, aber das sind ja auch die offensichtlichen. Man sieht die Mauer, man sieht die Türme, man sieht die Zinnen. Was wir oft nicht sehen, sind die Wehrgänge. Die fehlen dann meistens. Deswegen haben wir da auch ein schräges Bild teilweise von den Mauern. Aber das ist eben heute nicht das große Thema. Mit dem Übergang ins Spätmittelalter, wie gesagt, kommen kleinere Räume. Und bei neueren Burgen sehen wir das direkt auf Burg Münzenberg. Da kann man es eben sehr schön sehen. Da habe ich hier nochmal das Bild der Bau auf der rechten Seite, der gotische Bau, der hatte bereits kleinere Räume, Stuben und Kammern. Und wir sehen ja auch zwei voneinander unabhängige Kamine, die hintereinander laufen. Also die konnte man noch einzeln beheizen. Das ist natürlich für den Wohnkomfort ein deutlicher Fortschritt. Bei älteren Burgen dagegen hat man sich ausgeholfen. Man hat die großen Räume, die großen Säle hat man gemütlicher gemacht, indem man Bohlenstuben eingezogen hat. Das hat man auch bei neueren Burgen gemacht, das hat man auch bei Wohnhäusern in der Stadt gemacht, ein Steinhaus, dass man eine hölzerne Stube eingebaut hat. Also man kann sich das wirklich vorstellen, wie ein Kasten, den man da reinsetzt. Und hier haben wir ein schönes Bild, die Außenmauer, die Steinmauer, die sieht noch aus, so ein bisschen aus nach hochmittelalterlicher Fenstern, hier fehlen halt die Sitzbänke, aber es ist schon sehr, sehr ähnlich. Und dazu kommen dann eben die hölzernen Teile der Bohlenstube, was natürlich erheblich gemütlicher ist. Hier ist ein Grundriss von einem Turmhaus aus Tschechien, Litovice, aus dem 14. Jahrhundert. Und man sieht in der Mitte mit 1 bezeichnet den Flur. Mit 2 bezeichnet gibt es eben wieder einen steinernen Saal, der mit einem Kamin versehen ist. 3 dort oben ist dann genau eine eingesetzte Bohlenstube. Da sieht man auch, die Außenwände sind mit Holz beplankt. Und bei 4 sieht man ein Herd, das könnte eine kleine Küche gewesen sein. Vor allem gibt es aber einen Durchgang in den Kachelofen auf der Rückseite. Also diese Bohlenstube wird mit einem Kachelofen beheizt. Hier kann man das sehen auf Burg Reifenstein in Südtirol. Da haben wir auch so eine Stube, auch mit einem Ofen drinnen. Und wenn ich genau auf Burg Reifenstein, wenn ich vor der Stube stehe, auf diesem Bild, dann kann ich sehen, das ist wirklich nur ein eingezogener Kasten. Darüber ist noch eine zweite Decke. Das ist die Außenansicht dieser Stube. Davon gibt es 2 in diesem Saal. Also man steht da gerade in einem großen steinernen Saal. Man sieht sogar die Sitzbank im Hintergrund. Und da wurden 2 Stuben nachträglich eingebaut, um das Ganze einfach gemütlicher und angenehmer zu machen. Und es entwickeln wir jetzt vor allem im Süddeutschland, im Alpenraum, in Norditalien sehr, sehr häufig sehen. Diese Bohlenstuben waren da sehr weit verbreitet, auch im böhmischen Raum sehr, sehr weit verbreitet in Österreich. So ungefähr nördlich des Mainz gibt sie so gut wie gar nicht. Da hat man keine Bohlenstuben, da hat man andere Wohnformen, die aber auch in Richtung kleinere Räume gehen. Und lustigerweise einer der langweiligsten, aber gleichzeitig interessantesten Vorträge, die ich je gesehen habe, war auf einer Tagung der Burgenvereinigung. Da gab es einen Vortrag über Stuben und Kammern und die Vortragende hat einfach nur vorgelesen, Burgpläne gehabt, nur vorgelesen, Stube, Kammer, Kammer, Stube, Stube, Kammer. Und das hat sie dann beim nächsten Burgenplan wieder gemacht und immer wieder, aber danach hatte ich es verstanden. Man kann wirklich nachweisen, dass solche Burgen mit kleineren Räumen ein sehr cleveres System haben. Stuben und Kammern liegen immer nebeneinander. Und eine Stube wird definiert als ein Raum, der beheizbar ist, also mit einer festen Heizquelle. Eine Kammer dagegen ist ein Raum, der nicht beheizt wird. Und durch dieses System, dass die immer sich aneinander berühren, dass immer eine Kammer in einer Stube liegt, kann ich die im Prinzip passiv mitheizen. Das ist ein sehr cleveres System. Es gibt allerdings auch noch weitere Möglichkeiten. Also ich habe hier nochmal ein weiteres Beispiel für eine Stube auf einer Burg mit einem Kachelofen. Das ist so Stand 15. Jahrhundert mit Zirbelkiefer ausgekleidet. Sieht gemütlich aus, ist auch gemütlich. Hier habe ich ein ähnliches Bild, eine Bildquelle jetzt, ebenfalls auf einer Burg. Man sieht hier, es ist eine Stube, sie hat einen Kamin, der aber in den Sommermonaten ausgekleidet ist. Also das wird zugemacht, damit auch keine Tiere reinfliegen oder sonst etwas, wenn der aus ist. Das hat man häufig auf Bildern, dass das geschlossen werden kann. Und hier haben wir Möbel, hier haben wir das Bett da drin, also es ist durchaus ein gemütlicher Raum. Und die Luxusversion davon haben wir auf Burg Hohensalzburg oder Festung Hohensalzburg, dass die Gemächer des Erzbischofs von Salzburg, da haben wir wirklich so kann eine Stube mit einem prunkvollen Kamin aussehen, also eher ein Saal als eine Stube, wenn man bei den wirklich Wohlhabenden ist. Wenn ich keinen festen
keine feste Wärmequelle in der Burg habe, dann kann ich mir aushelfen mit mobilen Wärmequellen. Dafür haben wir auch ganz viele Beispiele. Hier zum Beispiel haben wir eine Kohleschale, die vor einem Bett steht. Die beten gerade, die beiden, und vorm zu schlafen gehen steht da noch die Kohleschale. Die wird natürlich rausgebracht beim Schlafen. Das ist keine so richtig gute Idee, offenes Feuer im Schlafraum zu haben. Das wussten die Leute damals auch schon. Aber vorwärmen den Raum vorm Schlafen gehen, das findet man durchaus. Hier haben wir eine Glasmalerei, Geburt Christi, und da steht eine kleine tragbare Feuerstelle da vorne. Da gibt es auch Beispiele, gibt es sogar Funde, die sehr ähnlich aussehen. Und sehr bekannt sind solche Wagen. Hier ein metallener, ein eiserner Wagen. Ich habe eine Rekonstruktion davon, die funktioniert ziemlich gut auf Räderchen, und den kann man genauso in den Raum stellen, ihn vorheizen und dann wieder rausziehen. Also solche mobilen Feuerstellen gibt es durchaus. Wenn man in die ältere Forschung geht oder in die populäre Darstellung von Burgen, dann findet man immer wieder den netten Begriff Kemenate. Und dann hört man auch immer, die Kemenate war der einzig beheizbare Raum einer Burg. Nö, war er nicht. Kann man nachweisen. Also es gibt so viele, wie gesagt, so Stuben sind wunderbar nachweisbar. Wir haben eben auch mehrere Beispiele gesehen. Sowohl auf Burg Münzenberg haben wir gleich zwei Kamine übereinander gehabt, Burg aus Tschechien, Litovice, hat man auch zwei unabhängige Feuerquellen, einmal einen Kamin, einmal einen Kachelofen. Also die Aussage stimmt einfach nicht. Der Begriff Kemenate wird tatsächlich so verwendet, auch zeitgenössisch. Also auch in Städten findet man teilweise an Häuser hinten dran gebaut, an Fachwerkhäuser hinten dran gebaut, noch einen steinernen Anbau, der auch Kemenate genannt wird, der eben im Wintermonaten bevorzugt benutzt wurde. Also der Begriff ist durchaus zeitgenössisch. Zu sagen, in einer Burg nur die Kemenate sei beheizt worden, stimmt so nicht. Und es wird auch gerne so als der Ort der Frauen, auch der Schlafort der Frauen, der Damen bezeichnet. Auch eine schwierige Sache. Also wir haben es bei diesen Kemenaten eher mit klassischen Stuben zu tun, die allgemein benutzt wurden. Um mal die Bewohner solcher Burgen ein bisschen greifbar zu machen, habe ich zwei Beispiele rausgesucht. Oder man kann auch sagen, der liebe Matthias Herzer hat mir zwei wunderbare Beispiele gegeben. Nämlich über die Aufgaben, die wir so in einer Burg haben, über die Bewohner. Das sind jetzt kleine Beispiele. Das erste ist eine Burg, die Burg Wagula bei Erfurt, die 1385 durch die Stadt Erfurt vom Deutschen Orden erworben wird. Und ist nicht ungewöhnlich, dass eine Stadt Burgen besitzt, so einfach um seine Umgebung zu sichern. Und ist dann sehr üblich, dass man einen Amtmann einsetzt, dass man jemanden sich sucht, einen Ritter mit Gefolge, dem diese Burg übergibt. Und 1403 wird Dietrich von Schadfeld und Hans von Topfern als Vogt und Amtmann bestellt. Und es gibt eine Urkunde vom 11. März 1403. Erstens sollen sie das Schloss getreulich bewahren und stets zwei Torwächter, einen Hausmann und vier Wachen auf ihre Kosten in Kost und Lohn erhalten. Zweitens fünf Klebige, vier Schützen und vier Bankriese halten, welche dem Rat geloben und schwören sollen. Die Pferde sollen nicht zu anderen Zwecken als zur Verteidigung des Schlosses verwandt werden. Klebige sind Fußknechte mit Spieß, also es kommt von der Klebe. Schützen sind, ist klar. Und Bankriese, das sind Besitzer eines Freihofes, also quasi Freibauern, die verpflichtet sind, auf der Burg, wenn es erforderlich ist, militärische Dienste zu leisten. Also eine Art Bauer mit Wehrpflicht auf der Burg. Drittens, es sollen nicht mehr Wehrleute ohne Erlaubnis des Rates gehalten werden. Viertens, sie sollen Schloss und Dorf besitzen und alle Rechte an Zinsen, Gulte, Rente, Gerichte, Buße nach Gewohnheit soll ihnen zustehen. Sie sollen Schloss und Untertanen getreulich schützen und niemanden beschädigen lassen. Ausgeschlossen sollen die zwei Fischteiche und die Kirchlehen sein. Also klar, sie haben die Rechte im Prinzip eines Adligen, sie dürfen die Zinsen und die Einnahmen aus dem Dorf einnehmen, ausgenommen das Kirchenlehen, das dem Pfarrer zusteht oder dem zumindest der Kirche, und zwei Fischteiche, auf die irgendwie anders verwendet werden. Fünftens, im Burggraben sollen sie fischen für ihren Bedarf, aber nichts verkaufen. Jetzt wird's spannend. Vom Mist, so oft im Schloss gemacht wird, sollen sie 3 Äcker im Weinberg jährlich düngen. Der Weinmeister soll geloben und schwören, die Weingärten notdürftig zu bewirtschaften. Der andere Mist soll auf den Acker gefahren werden, Holz sollen sie für den Bedarf 30 Klaftern schlagen, aber keine Weiden hauen. Den Wein wie bisher nach Erfurt zum Schenken liefern. Also hier wird ganz klar gesagt, welche Erträge und auch wie gewirtschaftet werden soll. Vor allen Dingen der Mist auf der Burg. Sieht man, also 3 Weinberge müssen damit gedüngt werden, der Rest kommt hier auf die Äcker. Das war Düngermangel, das ist wichtig. Und es zeigt eben, nein, der ist nicht einfach irgendwo im Burggraben und schon gar nicht, wie man es gerne hat, ich sage nur Schlossburg, irgendwie in der Burg gewesen.
Nein, es war ein Rohstoff. Hier sieht man wirklich, Mist ist ein Rohstoff, über den man sich Gedanken macht. Auch die Klafter, 30 Klafter Holz sind echt nicht wenig, aber so eine Burg braucht tatsächlich einiges an Brennmaterial. Das darf man nicht unterschätzen, das ist ein ganz wichtiger Teil der Wirtschaft auf der Burg, dass das Brennmaterial in entsprechenden Mengen zur Verfügung steht. Sechstens, 5 Renner und 4 Schützen will der Rat, so wie andere pflegt zu kleiden, selbst kleiden. Wenn mehr Leute auf das Schloss gelegt werden, soll der Rat das vergüten. Auf einen Renner, einen Knecht und 2 Pferde, 22 Pfund Pfennige, Erfurter Währung. Einen Schützen und ein Pferd, 14 Pfund Pfennige, einen Fußknecht, 7 Pfund Pfennige. Der Rat gibt für die Bewahrung 100 Pfund Pfennige, 50 zu Walpurgis, 50 zu Michaelis, auf 3 Jahre. Bei Fehde sollen sie dem Rat helfen. Nach 3 Jahren sollen sie Schloss, Geräte und Stücke getreulich dem Rat übergeben. Hier sind vor allen Dingen die Bewaffneten genannt. Wir haben gleich noch ein zweites Beispiel. Wir haben hier 2 Torwächter. Die Aufgabe sagt alles, es sind die Torwächter. Hausmann, da werden oft Ledige eingesetzt. Und 4 Wächter. Dazu offenbar noch 5 Klewige, 4 Schützen, 4 Bankriesen. Und dann kommen nochmal unten die Renner, das sind Berittene, das Umland kontrollieren sollen. Also wenn wir wirklich sagen, dass da keine Doppelungen drin sind, was allerdings wahrscheinlich ist, dann hätten wir hier 6, 11, 15, 19, 24 Bewaffnete auf dieser Burg. Das ist ziemlich viel, das wäre ziemlich viel. Mehr als die meisten Burgen haben. Das würde aber auch zeigen, dass hier etwas bewacht wird. Dass hier eine Burg ist, die eine entsprechende Aufgabe hat. Tatsächlich sind die meisten Burgen deutlich geringer besetzt. Also wir haben, wie gesagt, gleich kommt noch ein Beispiel, wir haben irgendwas so zwischen 2 und 10 Bewaffnete dürfte die Regel sein. Viel weniger als man denkt, reicht allerdings auch aus. Letztlich für so eine Burg, wenn sie ein Gebiet kontrollieren wollen, reicht ein Türmer, der auf dem Turm steht und das Umland kontrolliert und dann eben Renner, die haben wir wahnsinnig häufig, berittene Schützen. Ich habe eine sehr, sehr schöne Quelle dafür. Ich habe das Ambrasser Hofämterspiel. Das ist ein ganz wunderbares Kartenspiel aus dem 15. Jahrhundert und da sind ganz viele Hofämter eben verzeichnet und hier haben wir sogar bezeichnet mit dem Begriff den Renner. Da ist er. Also ein berittener Armbrustschütze. Und von denen braucht die Burg dann vielleicht noch 4 oder 5, um das Umland effektiv zu kontrollieren. Viel mehr ist das nicht. Ich habe allerdings noch ein zweites Beispiel von 1474. Das ist zwar keine Burg, es ist ein sogenanntes Vorwerk, also ein Rittergut, ein befestigter Gutshof. Und zwar des Herrn Seifert von Lüttichau, der mit seiner Familie eine Burg übernimmt. Die Jahreslöhne werden angegeben, also seine ganzen Kosten werden angegeben. Und bei den Jahreslöhnen sehen wir so tatsächlich mal die Beteiligung des Haushaltes. Also außer der Familie, die besteht aus dem Ritter, seiner Frau, einer Tochter und 4 Söhnen, gibt es 2 reisige Knechte. Das sind berittene Kriegsleute, die sind einem Ritter nicht ganz unähnlich gerüstet. Also da kann man schon von Vollrüstung ausgehen oder zumindest nah dran. Die bekommen auch jeder 300 Groschen im Jahr. Wie viel das jetzt ist, ist quasi egal. Merkt es euch nur als Relation zu den anderen. Hier haben wir 300 Groschen pro Person. Dann haben wir einen Vogt, der auch 300 Groschen bekommt. Ein Schirmeister, das ist auf dem, also wir haben es hier, ist mehr ein Gewerbebetrieb als eine Burg. Der ist für das Anschirren, der Vieh ist verantwortlich für das Material. Also das ist alles, was da so an Material des Wirtschaftslebens ist. Und das steht ihm, auch der kriegt 300 Groschen. Es gibt einen Schreiber, der 300 Groschen bekommt. In einigen Beispielen finden wir den Schreiber, der ist gleichzeitig auch noch Kellner, also der Kellermeister. Auch das haben wir im Hofämterspiel, sehr schön, da wird der Kellner abgebildet. Ja. Wir haben die Jungfrau der Herren, also eine bessere Magd offensichtlich, für 180 Groschen. Dann gibt es 2 Wächter, die jeweils 120 Groschen bekommen, also wieder die Torwächter vermutlich. Es gibt eine Kasmutter, die Käserin, also diese Familie hat offenbar Viehwirtschaft betrieben und Käse hergestellt, werden wir gleich noch weiter sehen. Die bekommt 120 Groschen, was für eine Frau ein sehr guter Lohn ist. Also bei Frauen sind die Löhne oft sehr, sehr schlecht. Dann haben wir eine Köchin, auch gut bezahlt, 120 Groschen. 2 Treiber und 2 Ackerknechte, die alle zusammen 540 Groschen bekommen. Eine Schäferin, die auch über 100 Groschen bekommt. 2 Viehmädchen und ein Kuhhirte, alles zusammen 300 Groschen. 2 Viehmädchen und ein Kuhhirte in einem Ort, Großmehl, für insgesamt 300 Groschen. 2 Viehmädchen und ein Hirte in Kleinmehlen,
300 Groschen. Und zwei Viehmädchen und ein Hirte in Plochwitz, 300 Groschen. Wir sehen hier, an verschiedenen Standorten haben die offenbar auch Güter, wo Vieh gehalten wird. Also da ist Viehzucht oder zumindest Viehherden, aus deren Milch dann wohl der Käse hergestellt wird. Dann haben wir einen Stubenheizer. Könnte ein Knecht sein, der sich zum Beispiel um die Beheizung kümmert. Der bekommt auch 120 Groschen. Es gibt einen weiteren Torwächter, bekommt auch 120 Groschen. Und ein Kindermädchen, das bekommt nur 60 Groschen. Wird im Original als Kindermaid bezeichnet. Das sind alle Posten, die wir haben. Und ein Teil davon, die Treiber und Ackerknechte und Viehmädchen, sind ja nicht mal in der Burg. Höchstwahrscheinlich zumindest. Also haben wir hier einen sehr übersichtlichen Punkt. Den Vogt, den Schiermeister, den Schreiber, die Jungfrau, insgesamt drei Wächter, den Stubenheizer und das Kindermädchen. Das ist der komplette Haushalt, den wir hier haben, auf so einer Kleinburg. Dazu kommen auch noch Kosten für die Kleidung. Da sieht man die Relation sehr schön. Also Seifert von Lüttichau veranschlagt für sich selbst 660 Groschen im Jahr für Kleidung. Sein Weib und seine Tochter, steht so in der Quelle, 1080 Groschen zusammen. Seine vier Söhne zusammen 1500 Groschen, zusammen 3240 Groschen. Das ist etwas weniger als die Gesamtlohnkosten seiner Untergebenen. Und bei der Lebenshaltung, da habe ich so ein paar Highlights draus. Honig für 60 Groschen im Jahr, Feigen, Rosinen und Mandeln für 180 Groschen, Kirschen und Birnen für 60 Groschen, Äpfel für 60 Groschen, Salz für 120 Groschen, Wurze für 300 Groschen, also Gewürze. Man sieht, ein richtig großer Posten tatsächlich, bis jetzt der größte bei der Nahrung. Heringe für 300 Groschen, Stockfisch für 60 Groschen, Dorffisch für 60 Groschen, gesalzener Fisch für 60 Groschen. Und insgesamt ist das ein Etat von etwa 13.000 Groschen im Jahr. Und im Jahr macht dieser Seifern von Lüttichau 650 Gulden minus. Also das sind seine Ausgaben, die er in dem Jahr hat. Für eine große Burg, für eine richtig große Burg kann man erheblich mehr Bevölkerung annehmen. Vor allem, wenn sich so eine Vorburg, so ein Dorf dazu noch zu finden ist, dann gibt es Burgen, bei denen wir über 100 Bewohner haben. Also richtig viele. Auch da sind die Bewaffneten eher in der Minderzahl. Wenn eine Burg angegriffen werden sollte, dann haben wir erstens auch Funktionen wie Knechte, die auch bewaffnet sein können, die aber sonst eine andere Funktion haben. Und wir haben die Leute aus dem Umland. Wir haben Freibauern, wir haben überhaupt alle. Also in dem Fall bei einer Burgverteidigung ist es auch nicht mehr wichtig, ob jemand jetzt frei oder unfrei ist und vom Kriegsdienst freigestellt ist. Dann verteidigt man die Burg. Das sind alles Leute, die dazu herangezogen werden können. Also eine Burg, in der irgendwie 100 Bewaffnete sind, das könnte sich gar niemand leisten. Das ist viel zu viel. Die Leute haben nebenbei noch eine andere Aufgabe. Reine Kämpfer, reine Kriegsknechte sind eine teure Angelegenheit. Man braucht ein paar davon, aber man darf sich eben nie und auf keiner Burg übermäßig viele vorstellen. Also es ist auch so eine wirklich große Burg wie Burg Münzenberg. Da werden wir Torwächter haben, natürlich, denn es ist eine Stadt mit Stadttoren, die auch an einem Handelsweg liegt. Man will Zölle einnehmen und für diese Zolleinnahmen braucht man natürlich Leute. Wir haben mit Sicherheit Renner, gerade hier, kann das Umland wahnsinnig gut einsehen. Dann haben wir eben natürlich einen Turmwächter, wir haben Torwächter. Aber wenn diese ganze Burg insgesamt irgendwas zwischen 10 und maximal 20 Bewaffnete hätte, dann wäre das schon relativ viel. Das wäre schon unwahrscheinlich. Nur um so die Größenordnung mal ungefähr zu zeigen. Und weil wir jetzt auch schon so Wirtschaftsbetriebe hatten, schauen wir mal, was wir noch auf einer Burg haben. Wir haben zum Beispiel die Burgkapelle. Auch da haben wir hier im Hofämterspiel den Kaplan. Schönes Beispiel. Und wir haben da verschiedene Ausführungen. Wir haben hier zum Beispiel auf Hocheppern in Südtirol eine Kapelle, die frei steht. Innen wunderschön ausgemalt, großartige romanische Malerei. Wir haben aber auch Kapellen, die eher so ein Kapellenerker sind. Das hier ist Burg Tannenberg in Nordhessen. Sowas ähnliches findet man übrigens in Städten auch. Gerade wenn man durch Erfurt geht, da findet man sehr schöne Kapellenerker, wunderschön gemacht. Dazwischen funktioniert alles. Und dieser Kaplan, der hat oft auch eine mehrfache Aufgabe. Der ist nicht nur der Priester, der sich um Seelenheil kümmert. Diese Kapellen können wirklich Kirchenausmaße haben für die gesamte Besatzung einer Burg. Er ist oft auch Schreiber. Er hat oft auch Aufgaben in der Verwaltung der Burg und so etwas. Also wenn man ihn ohnehin hat und bezahlt, dann macht er auch noch ein bisschen mehr. Lehrer für die Kinder ist er nebenbei auch noch. Gerade für die Töchter. Ganz, ganz üblich. Die Küche natürlich.
Wir haben hier, das ist wieder aus dem Hofämterspiel, ich habe ein paar Bilder in den Film reingenommen, das ist der Koch und da haben wir auch eine ganz typische Kochstelle. Genauso sieht sie quasi aus auf Burg Münzenberg, die Kochstelle ist mehr oder minder erhalten, da haben wir auch diese Bodenplatte. Jetzt haben wir hier mal einen großen Kessel, das ist eher ungewöhnlich, da haben wir kleinere Töpfe, werden wir gleich sehen. Und hier ist eben ein Holzschnitt aus der Zeit, das ist so eine ganz typische Aufbau der Herd ist ein bisschen erhoben und darauf stehen hier jetzt Metallgraben, es können aber auch Tontöpfe sein. Und das lustige schwarze Ding mit den runden Kreisen, was man hier sieht, das ist ein automatischer Drehspießdreher. Klingt jetzt wie ein Witz, meine ich aber vollkommen ernst. Ich habe hier ein weiteres Bild, das ist glaube ich aus Thüringen die Burg und da sieht man ihn. Da sieht man wunderbar dieses Ding, wie ein Uhrwerk aussieht. Es ist letztlich auch ein Uhrwerk, macht nichts anderes. Ein Gewicht zieht sinkt nach unten und das Uhrwerk ist die Hemmung, damit es nicht zu schnell heruntersinkt und es dreht sich und damit wird der Bratspieß gedreht. War tatsächlich verbreitet. Also solche Drehspießdreher waren überhaupt keine Seltenheit und es gibt davon auch durchaus noch ein paar Befunde. Aber man sieht ja auch ansonsten, hinten der Backofen, den man sieht, der ist ziemlich sicher nachträglich eingebaut worden. Backöfen in Küchen generell, sowohl in Städten als auch in Burgen, sind eher die Seltenheit. Wenn, dann hat man noch ein separates Backhaus. Das wäre einfach auch zu gefährlich gewesen. Sowas hat man immer etwas separat gestellt. Aber man sieht hier eben diesen Herd, diese große Steinfläche, auf der dann gekocht wird. Oft sieht man große Tische, an denen gearbeitet wird und wir haben fast immer einen Koch, sehr oft einen Koch, vor dem Beispiel hatten wir eine Köchin, müssen aber davon ausgehen, dass sie natürlich noch zusätzliche Bedienstete haben. Wir haben vorhin Lohnkosten gehabt. In anderen Aufstellungen ist das explizit genannt. Wer bekommt Lohn und wer bekommt keinen Lohn, sondern nur Verpflegung. Ich habe noch eine weitere Aufstellung, da haben wir zum Beispiel einen Förster, der nur Verpflegung bekommt. Oder auch der Kaplan kriegt nur Verpflegung. Wahrscheinlich als Kaplan keine ganz schlechte Verpflegung, aber man muss einfach, wir waren bei 1474 schon sehr spät. Je früher wir sind, umso unwahrscheinlicher ist es, dass die Burgbediensteten überhaupt irgendeine Art von Bezahlung bekommen. Sondern es geht dann um Verpflegung, es geht um Ausstattung. Die Ausstattung, da finden wir auch wundervolle Quellen. Also die Kleidung wird gestellt, Schuhe werden gestellt, sehr viele Schuhe. In der Regel 12 Paar im Jahr. Das haben wir immer wieder, dass die Menschen 12 Paar Schuhe im Jahr bekommen, weil diese Schuhe einfach sind ja im Prinzip feste Lederstrümpfe mit aufgenähter Sohle. Die gehen relativ schnell kaputt. Werden dann nicht weggeworfen, kommen zum Flickschuster, werden aufgearbeitet. Aber das ist ein ganz typisches Ding. Und tatsächlich, das haben wir auch schon im Wirtschaftssystem seit dem Frühmittelalter, solange wir so eine Eigenwirtschaft haben, ob es nun ein Fronhof ist im frühen Hochmittelalter zum Beispiel, dann eben so eine Burg, solange man dort arbeitet und lebt, wird man versorgt. Es gab auch so die Frage, wie es mit Geldwirtschaft ist, ist eigentlich unnötig, weil was man braucht, bekommt man. Und es ist dann wirklich eine Sache des späten Mittelalters, dass Löhne gezahlt werden und auf diese Art und Weise die Leute im Prinzip für sich selbst sorgen und das, was sie brauchen, Kleidung oder so etwas selbst erwerben. Es war lange Zeit eine Aufgabe des Herrn, dass die Leute versorgt werden. Den Kellner hatten wir eben schon mal, der ist eben zuständig für die Versorgung mit Getränken. Auch da findet man in den Aufzeichnungen solcher Burgen sehr schöne Sachen. Es gab zum Beispiel eine Aufzeichnung, da wird zwischen gutem Bier und frischem Bier unterschieden. Also ich würde jetzt spontan sagen, das gute Bier ist das Starkbier, wie wir es heute kennen, und das frische Bier ist eben so ein vergleichsweise dünnes Bier, wie es regelmäßig getrunken wird. Wein wird sehr, sehr oft erwähnt, also auch wenn Besatzungen auf eine Burg geschickt werden, dann wird ihnen Wein zur Verfügung gestellt, haben wir auch sehr schön auf Aufzählung, was die alles so im Jahr an Nahrung bekommen. Fleisch auf Burgen ist bei diesen Besatzungen immer relativ gut dabei. Genauso finden wir aber Getreide, um eben daraus Mousse-Speisen zu kochen und ähnliches. Also da haben wir gar keine schlechten Quellen. Stallungen sind ganz spannend. Es ist oft so, dass die besten Pferde in der Kernburg gehalten wurden. Marxburg am Rhein ist dafür ganz berühmt, dass ganz oben in der Burg im innersten Hof noch ein Pferdestall zu finden ist. Und hier haben wir eben wieder aus dem Hofämterspiel den Marstaller, also der für den Marstall, für die herrschaftlichen Pferde verantwortlich ist. Das sind bestimmt nicht alle Pferde. Auf so einer Burg gehören ganz ordentlich viele Pferde. Die sind eher auch in der Vorburg untergebracht oder aber sind ganz im naheliegenden Dorf, aber die besten Pferde werden tatsächlich ganz oft in der Burg selbst gehalten. Und was für Burgen auch noch relativ verbreitet ist, sind Badestuben. Das finden wir mehrfach, zum Beispiel in Passau in der Oberburg ist eine Badestube nachweisbar. Und
man findet auch Quellen, dass die Leute sich im Winterrhein zurückgezogen haben und da gibt es auch wieder so eine Burgendoku, da sitzen alle in der Badestube und man sieht ja, es soll eine Badestube sein. Wahrscheinlich hat man dann einfach die Badestube rausgeräumt und hat einfach eine beheizbare, nette, vertäfelte Stube gehabt. Aber hier haben wir eben ein schönes Beispiel für, es ist mal kein Badehaus, es ist ein privates Bad in den Räumlichkeiten eines Herrn. So kann man so eine Badestube durchaus vorstellen. Die ist aber tatsächlich nicht nur für den Herrn da. Die ist auch für die anderen da. Also es ist ein Teil der Reinlichkeit der Leute und wir haben schon wieder einen weiteren beheizbaren Raum. Aber es gibt zum Beispiel auch Bilder wie hier aus dem Hausbuch. Das könnte ein Burggraben sein. Und auch da schwimmen die Leute. Beim Burggraben hat man auch so die Idee, ja, das ist so eine bessere Jauchegrube. Wir finden die Quellen, dass das Wasser dort fließend sein muss. Es soll kein stehendes Wasser sein. In Städten haben wir es sogar ausdrücklich. Es ist bekannt, dass es eine Keimzelle für Krankheiten sein kann. Das Wasser soll fließen, soll bewegt werden. Sprich, es dürfte so frisch sein, dass so ein Badevergnügen gar nicht im Weg steht. Gibt es auch tatsächlich mehrere Bilder von. Die Wasserversorgung im Allgemeinen ist natürlich eines der Kernprobleme einer Burg. Ich habe vor einiger Zeit einen Film gemacht über Wasserversorgung. Da habe ich auch die Burgen schon mal abgefrühstückt. Werde ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Hier auf Burg Münzenberg haben wir eben den Brunnen, den man heute sieht. Das ist so ein zugeschüttetes Loch. Und die Leute vergessen dabei einfach gerne, dass wir hier von 30 Meter reden, bis wir zum Grundwasser kommen. Sollte sich in dem Basaltgestein nicht noch irgendwie Wasser aus Spalten einsickern oder sowas, bis wir auf Bodenniveau sind, also Niveau des naheliegenden Flusses, haben wir eine ziemliche Tiefe. Und die tiefsten Brunnen, die wir im deutschsprachigen Raum in Burgen haben, die sind fast 200 Meter tief. Also richtig tief. 100 Meter ist da eher verbreitet. Und sowas einfach zu graben, da kann ich nicht einfach loshacken und mit der Spitzhacke ein Loch buddeln. Das funktioniert nicht. Da muss ich erstmal für die Luftversorgung sorgen, denn sonst ersticken mir die Leute da drin ziemlich schnell. Also ich muss da einen Belüftungsschacht runterbauen, der dann auch aktiv mit Blasebälgern belüftet wird. Das ist alles ziemlich aufwendig und man sieht ja auch schon ein Gebäude drumherum, solche Burgen im Gegensatz zu den Kinderbuchillustrationen, solche Brunnen stehen, solche Brunnen im Gegensatz zu den Kinderbuchillustrationen stehen nicht einfach im Hof und jeder kann ran, sondern das haben wir hier auf der Ronneburg auch in Hessen sehr schön zu sehen. Das ist in einem Untergeschoss eines Turmes untergebracht, da sehen wir auch den Brunnen, der ist über 80 Meter tief, also da kann man Wasser einmal befüllen und es runterschütten, es dauert irgendwie fast 10 Sekunden, bis unten ist richtig lang. Wirklich interessant ist aber das Laufrad daneben, denn um hier Wasser zu schöpfen, hat man ein Laufrad, da Laufleute ist natürlich auch nicht ein Eimer, ist eher eine Eimerkette oder so etwas. Damit kann ich eine Burg besser versorgen. Das reicht aber oft nicht, denn diese Brunnen ist nicht so, dass da irgendwie in großen Schwellen das Wasser reinkommt. Es ist oft Wasser, das aus Felsspalten sickert oder sowas. Also ich kann so einen Brunnen auch durchaus für eine Zeit erschöpfen. Und auch deswegen haben wir in den Aufzeichnungen eben gerade bei der Besatzung einer Burg, da gab es auch einen Wasserversorger quasi. Jemanden, der mit Hilfe eines Esels aus dem Tal vom Fluss Wasser hochholt. Das gab es zur Unterstützung der Burgen auch. Da scheint es nicht zu reichen, sich auf den Brunnen zu verlassen. Wir haben auch Burgen mit Brunnen und Zisterne gleichzeitig, also auch das gibt es. Und bei Zisternen denkt man natürlich auch immer wieder an den Hohlraum, der einfach mit Wasser gefüllt wird. Tatsächlich habe ich hier ein Beispiel für eine Zisterne, eine Filterzisterne. Es gibt archäologisch einige Beispiele. Das Wasser soll hier eben durch die Sandschicht sickern, das sieht man durch die Pfeile dort oben und wie ein Britta-Filter wird das Wasser hier beim Runterlaufen durch Sand und durch Kies gefiltert, läuft dann in der Mitte zusammen und kann dann wie mit einem normalen Brunnenschacht einfach nach oben gezogen werden. Also solche Zisternen sind viel, viel aufwendiger gearbeitet, als man oft denkt. Aber natürlich ist Wasserversorgung eine grundlegende Problematik der Burgen. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt der Entsorgung ist dann auch noch der Aborterker. Finden wir in vielen Burgen und gibt es auch die lustigsten Geschichten. Letztens wieder, dass irgendwie die Burgen aufgegeben wurden, weil den Leuten ja jemand mit dem Pfeil da durchschießen konnte. Was für ein Unsinn. Die gehen natürlich in den Burghof oder zumindest neben die Burg. Da ist dann der Misthaufen und das, wie wir schon gehört haben, wird dann eben auf die Äcker gebracht. Also vollkommen normales System. Es wird immer gerne so als besonders eklig dargestellt für den Benutzer, der da oben sitzt. Ist da nichts eklig, weil das ist weg, das ist nach unten weg. Im Gegensatz zu uns, wir sehen es ja gern nochmal dann beim Aufstehen, ne, verdienen es einfach weg. Natürlich gibt es irgendeinen armen Kerl, der sich mit dem Mist auseinandersetzen muss, aber das ist für die Bewohner vollkommen egal. Wie gesagt, Wirtschaftsgebäude finden wir auf Burgen. Die Käserei hatten wir eben schon. Wir finden aber auch eine Erwähnung in so einer Liste von Versorgungsmitteln, dass im Malzhaus Getreide vorhanden ist und Fässer, ein Malzhaus
weist darauf hin, dass auf dieser Burg gebraut wird. Also da gibt es eine eigene Brauerei. Schmiede haben wir auf Burgen. Wir haben Burgen tatsächlich mit Schmieden. Das heißt, der Burgherr hält sie einen Schmied, der dann wahrscheinlich auch noch die umliegenden Dörfer versorgt. Also die Idee vom Dorfschmied, je früher wir schauen, umso unwahrscheinlicher ist der Dorfschmied. Da haben wir eher den Hofschmied auf einem Gutshof, auf einem Fronhof, der eben den Bedarf deckt. Aber sowas ist, solche Werkstätten sind durchaus verbreitet. Das finden wir immer wieder. Wir finden auch bei Ausgrabungen immer wieder Werkzeug auf den Burgen. Teilweise in der Vorburg, teilweise aber auch in der Kernburg. Und das ist absolut üblich, dass wir so etwas haben. Auch Werkstätten und Lagerräume. Irgendwo müssen die Abgaben gelagert werden, auch das Getreide. Deswegen finden wir sogenannte Kästen oder Schütthäuser auf Burgen. Auf der Kaiserpfalz Tilleda finden wir in der Vorburg 200 Grubenhäuser. Und dort sind Töpferei, Stein, Textil- und Metallbearbeitung nachweisbar. Also sowas kann sich auch dann später zu einer Siedlung oder zu einer Stadt auswachsen. Oft ist es aber eben nur die Vorburg mit den typischen Gewerbebetrieben. Schadenslisten zerstörter Burgen aus den Bauernkriegen 1525 nennen dann auch zum Beispiel Geflügel aller Art auf einer Burg. Also ist eine Burg zerstört worden und es wird Schadensersatz gefordert und dann wird das Geflügel genannt. Also wir finden auch Kleinviehhaltung auf der Burg. Auf der Hochkönigsburg im Elsass finden wir in der Kernburg, das sind wir allerdings 1530, ja, relativ spät, neben dem Herrenstall, auch noch, also wo die, der Marstall, wo die Reitpferde gehalten werden, auch noch ein Eselstall und dem werden 6 Kühe, ein Stier und ein Esel genannt. Der Esel vielleicht wieder zur Wasserversorgung, möglicherweise, aber dann haben wir Kühe und aus archäologischen Befunden sehen wir dann eben auch, wenn so eine große Burg eine eigene Küche hat, dann wird auch dort geschlachtet direkt vor Ort. Also man bringt das Lebendvieh dahin und da gibt es archäologische Funde, die wirklich eine große, große Knochenmenge zeigen. Also auch sowas sind alles Eigenbetriebe, die wir auf der Burg finden. Natürlich ist das Ganze ein sehr vages Bild, das wir haben. Aber das Leben auf so einer Burg, je nachdem, welchen Status man hat, hat man eben zwischen einem Strohsack in einer Kammer, vielleicht auch mit mehreren, und prächtigem Leben in der eigenen Stube, gibt es alles. Und da es eben Repräsentationsorte sind, die Vorstellung, dass es eine Burg gibt, auf der alle Bewohner im Winter frierend und zähneklappernd da sitzen, die tragen im Winter durchaus Kleidung. Also sich in die Hublande oder den Mantel überzuziehen im Winter, das ist nicht unwahrscheinlich. Ja, also Burgen werden kühl, aber es gibt eben die Möglichkeit, sie zu beheizen und es würde auch gar nicht funktionieren. Das würde dazu führen, dass sämtliche Bewohner vor Kälte bibbernd nicht mehr produktiv werden. Und auch eine Burg ist ein Ort, in dem produziert wird, in dem Arbeit hineingesteckt wird. Allein die Erhaltung der Burg, das sind auch noch eine Menge Arbeitsstunden im Jahr. Also auch da gibt es genug zu tun. Und es muss ein funktionsfähiger Ort sein. Anders ist das gar nicht möglich. Also die Vorstellung, dass das irgendwie schon wieder ein dysfunktionaler Ort ist, dann hätten sie so nicht überlebt. Wenn jetzt dieser Verteidigungsaspekt gar nicht so extrem wichtig ist. Warum sind die dann da überhaupt geblieben? Also er ist nicht ganz unwichtig. Es ist schon sinnvoll, auf einer Burg zu sitzen und zu sagen, ich bin geschützt. Das hält auch Leute zum Teil von Angriffen ab. Aber so wahnsinnig oft wurden die eben nicht angegriffen. Die Burg Münzenberg hier zum Beispiel wurde gar nicht angegriffen im Mittelalter. Kein einziges Mal größer. Und das ist auch bei vielen anderen Burgen so. Es gibt ein paar, die haben es mehrmals erwischt. Es gibt ein paar, die werden belagert, aber das sind oft ist auch oft die Frage, wie diese Belagerung jetzt wirklich auf Eroberung ausgelegt ist oder einfach als Machtdemonstration. Da gibt es ja ganz viele Dinge zu diskutieren, aber eben die wirkliche Funktion, also der Wert, den so eine Festung als militärische Einrichtung hat, der steht eigentlich in keinem Verhältnis zum Aufwand. Das könnte man einfacher haben, das kann nicht der Hauptgrund für die Burg sein, aber es ist eben der Adelssitz schlechthin, von dem aus Güter verwaltet werden. Es gibt auch ganz unterschiedliche Funktionen bei Burgen. Also Burgen können Land erschließen. Es gibt auch so ganze Burgbaupläne. Die Ottonen zum Beispiel haben wirklich im großen Stil Burgbauprogramme durchgeführt. Und für uns ist das ein bisschen lustig, da hatte ich gerade letztens erste Diskussion. Wenn wir an Bewachung einer Grenze denken, dann denken wir an einen Wall. Dann denken wir an so etwas wie die chinesische Mauer. Auf der Grenze machen wir eine Befestigung, damit keiner durchkommt. Ist aber nicht mittelalterlich, ist auch überhaupt nicht machbar. Die denken in Gebietkontrolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Wetterau, ich lebe hier in der Wetterau, in der nördlichen Wetterau steht die Burg Münzenberg, die kontrolliert das Ganze und sie steht mittendrin, sie steht nicht am Rand. Niemand baut die Burg an den Rand, sondern man baut sie mitten rein, damit das
Gebiet kontrolliert werden kann und geschützt werden kann. Denn wenn der Feind mit großem Heer kommt, dann nützt die Burg sowieso nicht so wahnsinnig viel, aber sie sieht ihn sehr früh und kann ihn früh melden. Das sind eher die Dinge, die man sieht. Und sie kann natürlich im Verteidigungsfall auch eine Zeit lang Widerstand leisten, lang genug, dass andere kommen, aber so muss man Burgen militärisch eher denken. Dass es gar nicht so sehr darum geht, eine Grenze, den Feind daran zu hindern, die Grenze zu überschreiten, sondern ihn dazu zwingt, sich mit der Burg zu beschäftigen, weil sonst in seinem Rücken liegt und ansonsten das Gebiet zu überschauen und sichern zu können. Ja, meine Katze besucht mich gerade. Wie süß. Ja, guck mal, kannst du mal reinschauen. Da sehen die Leute dich. Mini, guck mal. Ja, keine Lust hast. Mag's nicht. Und ansonsten leben die Leute eben ein normales Leben auf dieser Burg. Also auf dieser Burg wird gegessen, es gibt Streit zwischen den Bewohnern, es gibt die Leute bändeln miteinander an, es gibt alle Aspekte menschlichen Lebens auf so einer Burg. Und sich das Ganze irgendwie so, das auch das haben wir oft in der Darstellung, dass der Herr der Tyrann ist, der alle anderen hin und her scheucht, das würde ja auf Dauer nicht funktionieren. So funktionieren ja keine sozialen Gruppen. Natürlich ist der Herr uneingeschränkter Herr. Er hat in vielen Fällen auch durchaus Recht über Leben und Tod. Also er ist der Gerichtsherr und er kann Strafen verhängen, fast nach Belieben, hindert ihn bei seinen eigenen Bediensteten quasi nichts dran. Aber ansonsten, die Vorstellung, dass das alles eine stete Tyrannei ist, halte ich persönlich für unwahrscheinlich. Kann ich natürlich keine Belege für liefern. Vielleicht, man kann mir auch gerne vorwerfen, dass ich das romantisiere, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das so der Alltag gewesen ist. Sondern der Alltag muss ja funktionieren. Es geht ja darum, dass so ein soziales Gebilde in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Die gute Frage ist natürlich, was ist mit den Burgen passiert? Denn ich habe ja schon gesagt, ein Großteil der Burgen gibt es gar nicht mehr. Ein Teil der Burgen ist nur noch eine Ruine. Gleichzeitig habe ich aber auch gesagt, die Wehrfähigkeit ist gar nicht so der große Punkt, weil sie nicht belagert wurden. Ein guter Teil der Burgen wurde entweder aufgegeben, dann sind die Baumaterialien geholt worden, die umliegenden Bewohner haben sich, oder die also umliegenden Dörfer, die Bewohner haben sich die Baumaterialien geholt, die Dachziegel natürlich, die Dachbalken, und wenn dann erstmal das Dach weg ist, dann geht der Verfall relativ schnell. Das ist zum Beispiel hier der Burg Münzenberg passiert. Es gibt Burgen, die aktiv geschliffen wurden, also es wurden Burgen zerstört, das ist auch gerade im Machtspiel zwischen den Kleinadligen, den Städten, den Territorialadligen, da werden Burgen massiv niedergelegt. Das Recht zu einer Burg ist erstmal ein königliches Recht, ein Regal. Das wird teilweise auch verliehen, die Landesfürsten bekommen teilweise das Recht, aber es muss von oben, ein Hochadliger muss die Erlaubnis geben, eine Burg zu erbauen. Er kann auch wieder einziehen, wenn es ihm nicht passt. Natürlich muss er sich da ausgleichen mit seinen Untergebenen, aber es gibt auch Burgen, die zum Beispiel, das ist immer beim Thema Raubritter, ich sage immer, wer Raubritter sagt, ist schon halb auf die Propaganda der Städte reingefallen, weil es eben ein Machtkampf zwischen Städten und den Rittern ist. Aber wenn jetzt eine Burg eben als Raubritterburg tituliert wird, dann kann es sein, dass sie dass eben die unter Reichsacht gestellt wird und dass der Befehl gegeben wird, sie zu zerstören. Dann wird sie belagert und wenn sie genommen wird, dann wird sie zerstört. Nürnberg hat so etliche Burgen geschliffen. Auch hier in der Wetterau wurden etliche kleinere Befestigungen zerstört. Also die sind wirklich willentlich abgetragen worden. Die hat man mit vollem Vorsatz zerstört. Ein paar sind wiederum gesprengt worden, vor allen Dingen in späteren Kriegen. Am Rhein sind zum Beispiel mehrere Burgen in Revolutionskriegen, also als Frankreich da eingefallen ist, zerstört worden, gesprengt worden, weil sie andernfalls als Festung noch nutzbar gewesen wäre. Also dass in modernerer Zeit Burgen zerstört werden, gezielt, ist auch gar nicht so selten. Oder sie, gerade Kleinstburgen sind wirklich einfach verfallen, wie Häuser. Das ist so der Zahn der Zeit, sie völlig zerstört hat. Aber das Ergebnis ist eben das, was wir haben, dass wir nur noch etwa ein Fünftel der ursprünglichen Burgen halbwegs vollständig haben und nur etwa 60% der Burgen in irgendeiner Art und Weise erhalten ist. Warum man Burgen aufgegeben hat, sie waren einfach irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Man hat eher Schlösser gebaut als Wohnort, in der Nähe auch entsprechenden Hofgütern, und letztlich waren die Burgen auch gar nicht mehr in der Lage, einer modernen Kriegsführung standzuhalten. Das ging nicht mehr, dafür waren sie, spätestens bei modernerer Artillerie, waren sie überhaupt nicht mehr tauglich. Auch die Burg Münzenberg hat man versucht, nochmal durch neue Geschütztürme in einen modernen Zustand zu bringen und als Festung zu nutzen, aber das ist einfach ein Wettlauf, den konnten die Burgen nicht gewinnen. Stattdessen haben wir große Festungen. Städte wurden zu Festungen gebaut oder es wurden Festungen
direkt geplant, die dann eben sternförmige Schanzen haben, schräge Mauern und solche Dinge, die einfach eine modernen Artillerie widerstehen können. Das hat aber mit der Burg letztlich nichts mehr zu tun. Und es war meistens auch kein Wohnsitz. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt auch Festungen, in denen da noch ein Schloss steht und so etwas. Aber dieser typische Burgencharakter, das, was eben die Burg für Mitteleuropa ganz, ganz typisch gemacht hat, das gibt es nicht mehr. Das ist fast mit dem Mittelalter wird das aufgegeben. Es gibt da zum Beispiel noch die Briefe. Ulrich von Hutten beklagt sich in seinen Briefen sehr über das Leben auf der Burg, wie eng es ist und dass Vieh überall herumläuft und alles. Also wirklich so die ganzen Klischees, negativen Klischees über Burgen. Aber der ist eben ein Mann des 16. Jahrhunderts. Der kennt bereits Schlösser, der kennt Alternativen, der will gar nicht auf seiner Burg sitzen und dass er sich dann darüber beklagt, das ist dann schon nicht mehr ganz objektiv. Das muss man dazu sagen. Und so verschwinden Burgen dann eben, auch wenn die Überreste eben bis heute nicht nur unser Bild vom Mittelalter bestimmen, sondern lustigerweise auch unsere Landschaft. Also in einigen Regionen sind Burgen so allgegenwärtig, dass sie immer noch unsere Landschaft prägen. Und dafür, dass sie schon seit 500 Jahren eigentlich nicht mehr genutzt werden, ist das eine sehr merkwürdige Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gewonnen in das Leben auf einer Burg, wie so eine Burgbesatzung aussieht. Ich muss in vielen Punkten leider sagen, ich konnte nicht viel tiefer gehen, weil zum Beispiel so der Alltag, der Tagesablauf einer Burg, wie haben die Leute ihren Tag verbracht? Dazu fehlen schon wieder die Quellen. Das hat schon wieder niemand aufgeschrieben. Das sind wieder so Dinge, da haben wir Lücken in den Quellen, weil es so alltäglich war, dass man es nicht notiert hat. Leider. Also über die Größe können wir was sagen, die Versorgung dazu können wir Dinge sagen, die Kosten dazu können wir Dinge sagen, aber wie die Leute ihren Alltag wirklich ganz genau gelebt haben, das ist nur ganz schwer festzustellen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch Fragen zum Thema Burg habt, schreibt es unten in die Kommentare. Gerade bei diesem Thema sind ganz viele Fragen offen geblieben. Ich weiß das auch. Also fragt alles, was ihr wissen wollt. Ich werde versuchen, es zu beantworten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt Neues erfahren und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Thema. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.